Quatsch. Wo ist der Spiegel? Queen. Ich brauch den. Ich will den. Ich muss los. Hallo, meine kleinen Zuckerbüchschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit was ganz Besonderem, denn ich habe hier ein PR-Paket von BH Cosmetics. Und zwar die Doja Cat Collection. Disbelief. Schaut euch das an. Da ist die Gute. Da chillt die Geile. Lieben wir komplett. Diese riesige Tasche beinhaltet so viel Make-up. Ich weiß nicht, was mich so genau erwartet, deswegen bin ich noch komplett ungeschminkt, aber seht ihr das? Da ist einiges drin. Und deswegen schauen wir uns heute zusammen die Collection an. Ich freue mich drauf, ich habe Lust, mich zu schminken. Wir haben in der Kollektion enthalten die Mega-Palette. Cutes Design. Plump. Mein Gott, sie so jede Farbe reingepackt, die es gibt. Mein Gott, hier sind so viele Farben drin. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Mit dem ersten Eindruck ist es sehr viel. Wir haben ein Pinselset. Sieht es lustig aus. 10 Pinsel sind da drin. Wow. Bitch. Dann haben wir noch die Doja Cat Elements. Einfach nochmal so ein 4er Lidschatten-Ding. Alles Shimmers. Ich warte immer noch, dass mich das PR-Paket von Iggy erreicht. So, BH-Team, I don't know what's up, but I'm waiting. Dann haben wir das Flora Blush Duo, soweit ich das richtig gelesen habe. Trio. 3 Farben drin, ich so Duo, wow. Wirklich intelligent. Ja, der eine geht dann wohl auch bei meiner Skin Complexion. Dann haben wir einen Loose Powder Highlighter. Prism. Mein Gott, Queen Legend Icon. Alright. Bin gespannt. Und dann haben wir noch Mascara und Lippenprodukte. Lip Gloss, Lip Balm, Lip Balm, Eyeliner, Kajal Eyeliner und noch einen Lip Gloss. Queen. Queen der Collection, Queen des Geldes, Queen der Kooperation, Queen des Paychecks. This bag though. Ich würde sagen, ich mache dann einmal kurz einfach nur meine Foundation Concealer Base und Contour, weil Contour gibt es auch nicht. Ist es richtig? Habe ich es richtig gelesen? Ist korrekt? Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, ne? Wir schauen uns jetzt erstmal die Lippenprodukte an. Wir haben Lip Gloss und Lip Balm. Ach, hier ist auch ein Clear Lip Balm. Cute. Packen es mal aus. Die Lip Balms kosten 9 Euro. Das Packaging an sich von außen seht ihr schon, sieht ziemlich cute aus. Ansonsten ziemlich schlicht, aber auch edel in Gold. Süß mit Pink. Warte, da stand das auf dem Spiegel. Halt, stopp. Wo ist der Spiegel? Ich brauche den. Ich will den. Gorgeous. Wie schön. Der war nicht im PR-Paket drin. Nicht traurig. Ihr lasst nach. Ig Azalea Collection habe ich auch nicht geschickt bekommen. Very mad. Oh mein Gott, ich habe mich voll auf den gefreut. Wir schauen. Also für... Oh mein Gott, die... Okay, also muss man das schrauben. Ah, man muss einfach schrauben. Mein Gott, ich bin so dumm. Sieht toll aus. Nein, Spaß. Ich habe jetzt halt diese Foundation da drauf. Die nehme ich mal kurz runter und dann entscheiden wir mal, ohne dass ich jetzt den Lipbaum drauf gemacht habe, was für eine Lippenfarbe wir benutzen. Und davon ausgehend entscheiden wir dann den Lidschatten. Let's see. Also wir haben 2 Lip Tints und zwar in 2 verschiedenen Farben. Ihr könnt es schon sehen, nehme ich an, in rosa und pink. Oh, okay, Spaß. Die Verpackung war... Aber vielleicht ist es trotzdem die Farbe auf der Lippe. Schauen wir mal, was das hier jetzt für eine Farbe ist. Light Tint. Wow, pretty. Und dann haben wir hier noch einen dunklen Heavy Tint. Und der Heavy Tint, was machen wir hier hin? Und dann seht ihr schon, dass es relativ dunkel ist. Komm, sollen wir auch auf die Lippe machen? Komm, einmal, for once in my life, eine anständige Review machen. This is a Heavy Tint. I said plump. Gorgeous. Fühlt sich gut an, sieht cute aus. Wir schauen mal, was wir hier noch so an Lipglosse haben. Die Lipglosse kosten 12 Euro. Es gibt einen klaren, of course. Und dann gibt es den Ton Berry und die Farbe Nude. Und wow, das sieht gorgeous aus. Ich glaube, den machen wir jetzt am Ende drauf. Und basierend davon gucken wir uns jetzt diese Palette an. 36 Lidschatten mit verschiedenen Finishes. Also man ist auf jeden Fall gut bedient. Ich sehe, was einem als erstes auffällt, würde ich sagen, sind so, dass man relativ leichte Farben auch hat. Also relativ pastellig auch gehalten. Aber auch erster Eindruck überfordert. Das ist so eine Palette, wo ich mir denke, ja und nein. Weil irgendwie gibt sie mir alles und irgendwie gibt sie mir nicht nichts, aber so eine Confusion einfach. Alright, wir machen erstmal den Blush drauf. Der Blush, bzw. das Blush-Trio, kostet 18 Euro. Ah, es gibt
3 verschiedene Blush-Trios. Liebe, dass ich das für die dunkelste Dark, also Skin Complexion, bekommen habe. Oh mein Gott, der Spiegel sieht so geil aus. Also es gibt einmal noch so richtig schön mit Rosa. Und dann gibt es noch Peony, das ist das, was ich habe. Und dann gibt es noch ein dunkleres Blush-Trio. Ich habe Fake News verbreitet. Wir entscheiden jetzt erstmal den Blush. Wir gehen jetzt auch ans Pinselset. Wow, es ist so viel going on hier. Okay, ganz kurz, Icon. Die Tasche. She really sad, boom, boom, gun. Mein Gott. Ein Pinsel, 80 Kilo. Mein Gott, wie wunderschön. Okay, man könnte jetzt auch gerade ein bisschen was Falsches denken, aber liebe ich komplett. Mein Gott, das ist a very intense starter set. Ich glaube, da wird sich so eine oder andere Person sehr erfreuen, wenn sie das Geschenk bekommt zu Weihnachten. Is it just me? Or is it all of us, hi? Is it all of us, hi? Wir nehmen für den Blush. Ja, die sind dann wohl, hm? Ich frage mich bis heute, was man mit diesen Pinseln macht. Don't really get it, but... Okay, eher so eine Seite. He looks special. Pinselset kostet $36. Hä, warum stehen hier Dollar? Jetzt machen wir hier mal den Blush. Wir gehen mal in der Mitte rein. Oh, the coverage. Also ich muss sagen, der Pinsel liegt irgendwie gut in der Hand mit diesen kleinen Kügelchen. Ich mag die Form jetzt nicht so gerne für Blush, aber von der ganzen Collection ist es irgendwie am besten geeignet für Blush. Okay, ich bringe ein ganz bisschen minimal hier von dem mit rein. Bisschen Nase, geht immer. Ich wirklich Blush-Königin. Wir sehen lebendig aus, was soll ich sagen? Und jetzt, glaube ich, gehen wir wirklich einfach, komm, wir gehen jetzt in den Lidschatten rein. Ich zeige euch jetzt einmal kurz hier vorher diese Element-Palette noch. So schauen die aus. Sehr weiche Shades auf jeden Fall. So sind die Shades. Wow, gorgeous. Wow, the pigment. Bitch. She said, Pigment Boots Down House, honey. Wow. Go off, Doja Cat. Das sind halt alles Shimmer-Shades. Ich gehe davon aus, dass sie hier bei diesem Look, dass sie da auch diese Shimmer-Shade benutzt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht. So eine 36er Farbenpalette. Thema ist irgendwie Doja Cats allererste Beauty Collection ist eine mystische Entdeckungsreise. Inspiriert von der heiligen Energie der Natur und allen ihren prismatischen Elementen. Hauche in eine fantastische Zukunft voll üppiger Farben und Texturen. Yes, ergibt Sinn. Aber ich hätte mir von ihr irgendwie dann doch lieber gewünscht, okay, mach eine 9er Palette. But it's just me, weil ich werde jetzt nicht diese Palette mit irgendwo hinnehmen auf Reisen, weil es mir einfach zu sperrig ist und zu viel alles durcheinander. Wir gehen jetzt mal die Lidschattenpinsel. Das ist der Blending Brush. Geht jetzt einfach mal spontan. Man merkt schon, irgendwie, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Kollektion. Ich habe irgendwie ein bisschen Bock auf das Grün. Ich gehe jetzt hier in Moss rein, diese Farbe. Ich werde jetzt hier ein bisschen die Transition Shade anreichen. Pigment ist auf jeden Fall da. Mir gefällt der Pinsel nicht. Es tut mir sehr leid, er ist mir zu groß. Ich muss nur sagen, die sind mir zu eng gebunden. Also der hier ist sehr kompakt. Ich mag lieber, wenn die so ein bisschen fluffig sind und dann da ein bisschen besser mit arbeiten kann. Aber an sich, ihr seht schon, das Color Payoff, also das Pigment ist gut. Ich habe eine Base aufgetragen vorher, das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich mache euch dann gleich natürlich noch so ein paar Swatches, ne, von den Shades, wo ich denke, das sind die schönsten. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen den Make-up-Look. Dann gehe ich hier in Wild rein. Das ist dieses krasse, satte Türkis. Naja, schon eher Smaragd, Emerald. Wie nennt man diese ganzen schönen Farben? Der Color Payoff ist gorgeous. Fallout sehr minimal, aber ein wenig. Ach, ich kümmere dafür. Yes, dafür kann man den Pinsel nehmen. Liebe ich. Liebe den Pinsel. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe Lust auf so einen... Hab ich Bock auf Halo? Ein, nee. Ich so voll motiviert für eine Sekunde. Ich dann so, nee, fühle ich doch nicht mit meinen Augenshape. Also das Grün funktioniert echt wirklich richtig gut. Klack. Testen wir mal diesen Pinsel hier aus dem Set. Ich würde sagen, es ist so... Oh, bitch. Dieser Concealer-Pinsel ist auch sehr dick. Der gibt halt auch so gut wie gar nicht nach. Ist das für Concealer schon mal nicht so? Vielleicht funktioniert das jetzt gut. Mit dem Glitter-Pigment, ich gehe jetzt... Oder sollen wir Gold nehmen? Nee. Doch? Nein, ich weiß nicht. Wir gehen jetzt in Empower, in diesen wunderschönen Türkisen und ich nehme direkt den Finger, weil ich schon weiß, der Pinsel wird mir nicht gefallen und das gebe ich hier vorne hin. Gut, komm, zum Verblenden. Nehmen wir den Pinsel. Auftragen, damit hätte man jetzt nicht gut gekonnt, aber zum Verblenden reicht's. Also es sieht so aus, als wäre was auf dem Pinsel. Aber denn wenn man drauf geht, so richtig abgeben und einarbeiten, für so Fläche jetzt ein bisschen schwierig. Jetzt möchte ich gerne Flourish diesen Shade. Sieht sehr hübsch aus. Sehr krass pigmentiert hier in der Mitte irgendwie noch drauf geben. Oh! Wow! Liebe echt komplett. Oh, the Fallout unterm Auge.
Liebe ich nicht, aber ist ja normal. Glitter halt. Liebe ich. Ach, ich mache das Auge gleich zu Ende einfach. Wir machen jetzt einmal hier dieses. Finde ich sehr schön. Und dann unter die Augenbraue geben wir Dynasty. Das ist so ein bisschen Champagner-mäßig. Und dafür nehmen wir jetzt hier diesen kleinen, der dabei ist. Auch super stiff, sehr kompakt. Ich denke, man merkt so ein bisschen, dass sie selber jetzt nicht die Person ist, die sich so viel schminkt, sondern sich eher schminken lässt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Pinset, es sieht leider toll aus. Ich finde die Pinsel jetzt bis jetzt nicht so gut, aber ich werde die anderen auch mal ausprobieren. Ich will auch noch ein bisschen heller. Ich gehe doch noch auch ein bisschen in Blossom rein. Ach, ihr seht es gar nicht hier. Das Champagner reicht mir nicht so ganz zum Aufhellen. Und jetzt für den unteren Wimpernkranz nehmen wir hier Strength. Dieses ganz, ganz dunkle Grün. Ein bisschen Angst vor Fallout jetzt, aber alright. Kommt der zweite Layer. Sieht an sich schön aus von der Farbe her. Es ist wirklich ein schönes, so ein erdiges Grün. So grün-gräulich sieht es aus. Und dann gehen wir weiter nach vorne. Komm, sollen wir den kleinen nehmen? Er sieht echt ziemlich schmal aus. Also man sieht ihn fast gar nicht. Ich glaube, wenn man ihn so ein ganz bisschen nass macht und zusammendrückt ein paar Mal, wird er ganz gut funktionieren. Wird auch ziemlich schmal bleiben. Aber er ist auch wieder ziemlich hart. Ich weiß nicht, ob man damit gut was Sanftes auch machen kann. Wir machen jetzt hier auf der Seite. Oh, oh, oh wow, der Pigment von dem. Very strong. Komm, ich gebe ein bisschen was von Strength. Wo seht ihr es dann hier? Gebe ich jetzt noch hier auf den äußeren Bereich oben drauf. Ihr seht, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich einfach nur so zusammenblende. Und dann gehe ich nochmal in den Moss rein und verbinde hier vorne mal inneren Augenwinkel und blende den dann unten auch ein bisschen sanfter aus. Sieht auch hübsch aus, ne? Jetzt nehmen wir mal hier diesen angeschrägten und gehen damit auch noch mal in den ganz dunklen rein und gehen jetzt noch mal hier an den Wimpernkranz, nur um da so richtig punktuell das zu verstärken. Funktioniert der echt gut, muss ich sagen. Dann geben wir ein ganz bisschen Empower hier noch in den inneren Winkel. Und dann kommt da weißer Kajal rein. Und das sieht wirklich schön aus, finde ich. Ich mache eben diese Seite fertig. Und dann würde ich sagen, ploppe ich direkt Lashes drauf und Mascara. Und dann sehen wir uns gleich wieder für den Highlighter. Sehr gespannt. Und Lippen müssen wir auch noch machen, because this. Klack. Und so würde Marvin in 2014 rausgehen mit pinken Lippen, aber not with me, honey. This is not me anymore. Ich kann es nicht mehr sehen, dieses Pink zu diesem grünen Lidschatten. Ich muss jetzt einmal ganz kurz, meine lieben Freunde, meine Lippen verändern. Wir nehmen jetzt Lip Liner Whirl von MAC einfach und benutzen dann gleich nämlich den schönen neuen Gloss. Hier. Das sieht so viel besser aussehen, so harmonischer. Wir die roten Lippen mal abdecken. So, und jetzt machen wir nämlich on top diesen wunderschönen Gloss. Mein Gott, das sieht direkt so viel besser aus. Und zwar ist es die Farbe Not. Riecht so gut wie nach nichts, das finde ich gut. Cute. Jetzt kommt endlich der Highlighter und auf den bin ich super gespannt. Der Highlighter kostet 16 Euro und ist erhältlich in Rose Gold, Champagner und Bronze. Und wir haben jetzt hier Champagner. Oh, wie schön ich das Make-up direkt finde, weil ich jetzt bräunliche Lippen habe. Honey, this is not Champagner. This is gold. You cannot call this Champagner. This is not Champagner. Ist ein bisschen sehr belichtet hier, sehr stark. Aber seht ihr erst mal meinen Fingern auch? Es ist sehr gold. Champagner hat ja eigentlich so ein bisschen mehr Rosé mit drin. Ich bin eigentlich ein bisschen zu hell für diesen Farbton, denke ich jetzt gerade. Aber wir geben jetzt trotzdem ein bisschen was davon hier in den Deckel. Klack. Oh, mein Gott. Ich hätte mich tatsächlich auf Champagner gefreut. Sieht ganz cute aus. Ich finde, es geht auch relativ mit meinem Hautton. Es ist mir ein bisschen zu gold-gold. Aber ich habe das Gefühl, an der Kamera sieht es tatsächlich gar nicht so aus wie in echt. Okay, es regt mich eigentlich nur auf, dass es kein Champagner ist, wie beschrieben. Aber es sieht wunderschön aus trotzdem. Wow. Ah, die Palette ist so groß, man kann sich damit einfach das Setting-Spray reinwedeln.
Ich wollte ja noch, siehste, das Highlight hier vorne innen drin auch mit diesem Puder machen. Schauen, wie sehr das ballert. Ballert gar nicht irgendwie. Dann gehen wir hier in Stella rein. Ballert Stella alles weg? Nee, Stella ballert auch nicht alles weg. Okay, ich zeige euch jetzt noch ein paar Swatches. Ich zeige euch jetzt hier nochmal kurz, damit auch keiner böse ist mit mir. Diesen Lipgloss, weil den bestimmt viele sehen wollten. Das ist halt so eine Rotbronze. Hübsch, spektakulär, Es ist halt rot mit einem bisschen Bronzereflex drin, ne? Ich bin ja nicht so die rote Lippenstiftmaus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Also ich finde es mittlerweile auch ganz cute bei mir, aber eigentlich auch nur, wenn ich ein sehr neutrales Make-up habe. Also wirklich neutral, ohne Farbe. Die Lidschattenpalette. Ich swatch euch noch ein paar, damit ihr nicht sagt, what the fuck is this? Die Shimmer Shades, denke ich, wären ganz gut. Magic sieht auch sehr hübsch aus. Rust, Flora, diese Shades. Oh, ich stehe sogar auf für euch. Klack, 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 klack. Oh, der war schlecht pigmentiert, hä? Cute. Oh Gott, der schönste. Ein bisschen low. Welcher war das? Ach, Magic. Ja, die Magic ist ziemlich low hier. Die Palette ist ein bisschen zu wild für mich. Hier für zu Hause in meinem Make-up-Schrank habe ich sie gerne. Denn wir haben hier auch ein paar Pastelltöne. Die swatche ich jetzt nochmal für euch. Diese drei zum Beispiel. Diesen hellen hier habe ich oben auf dem Lid. Ich muss sagen, es ist trotzdem eine tolle Kollektion, weil das Packaging einfach so gorgeous ist. Und ich finde heutzutage, ja, wahrscheinlich kann man immer noch neue Sachen erfinden. Aber das meiste ist halt einfach irgendwie always the same. Und deswegen muss ich sagen, das Packaging, wow. Einfach nur wow. So wunderschön. Der Lip Tint auch richtig gut funktioniert. Ich zeige euch die Pinsel jetzt auch noch mal kurz, damit ihr sie sehen könnt. Es ist wirklich wunderschön. Wenn man mega der Stan ist, sollte man sich es auf jeden Fall holen, finde ich. Die Tasche sieht toll aus. Wirklich sehr hübsch. Die Pinsel sehen auch toll aus. Den Fächer, wir haben eine Bestimmung für mich gefunden, was man damit machen kann. Das hier soll, glaube ich, ein Contour Brush sein. Es ist halt so ein runder. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was einem selbst gefällt. Das ist ein bisschen ein Foundation Blender. Dann habt ihr einen kleinen Blusher oder auch einen Contour. Ist ein bisschen kleiner als der andere. Dann habt ihr einen Buffer, einen großen, einen sehr breiten. Braucht man sehr große Augen für, weil bei mir wäre das jetzt Katastrophe irgendwie. Dann so einen kleinen angeschrägten. Dann diese Blending Brush hier, der war mir ein bisschen zu eng. Der ist mir auch ein bisschen zu steif und zu dick. Dieser Concealer Pigment Brush. Dann so einen kleinen, er ist ganz süß. Er ist halt auch ein bisschen dick. Der nimmt halt jetzt auch nicht so viel auf. Ihr könnt euch euer eigenes Urteil darüber bilden. Ich finde, die sehen richtig, richtig toll aus. Und den Fächerpinsel werde ich jetzt immer für Fallout benutzen. Die Palette, wie gesagt, Geschmackssache. Schaut euch die Farben an. Wenn es euch gefällt oder wenn ihr ein riesen Stan seid von Doja, dann kauft es euch. Ihr kriegt übrigens mit dem Code MARVIN10 immer 10% Rabatt auf alle BH Cosmetics Produkte. Was haben wir hier noch? Das habe ich komplett vergessen. What is this? Mascara mit so einem Knüttel. Das Bürstchen looks fun. Ist auch in so einer runden Verpackung. Die Mascara kostet 18 und hat, oh, ich bin tot. Hat so einen kleinen Puschelbällchen zum Auftragen. Habe ich jetzt nicht verwendet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Mascara, ich benutze nur unten Mascara, oben immer Fake Lashes. Für mich macht Mascara nicht so einen Sinn. Selbst ausprobieren, man sieht bei mir fast nichts. Das ist die Collection. Ich habe euch meinen Link in die Infobox gepackt, falls es für euch interessant sein sollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne euch nach oben da, wenn ihr mehr so Make-up-Collection-Reviews sehen wollt, wo ich einfach ein bisschen was ausprobiere. Es ist nicht mehr so wie früher, dass ich jeden einzelnen Shade swatche und euch zeigen soll. Das ist jetzt nicht mehr so meine Passion. Ich möchte mich gerne schminken, ein bisschen mit euch quatschen, aber I don't know, ich fühle es jetzt nicht, jeden einzelnen Shade aus dieser Palette auf meine Hand drauf zu schmieren und euch zu zeigen. Ihr seht es in der Palette. Ich glaube, diese Zeiten sind ein bisschen anders geworden heutzutage hier auf YouTube. Liebe die Bag. Still waiting for my mirror and I love you guys. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich knutsche euch. Goodbye.